Ja, Deutschland hat in Europa eigentlich eine führende Stellung im Bereich der semantischen Technologien erlangt. Das begründet sich einmal darin, dass wir schon sehr frühzeitig mit der Forschung auf diesem Gebiet begonnen haben, dann sehr stark in den internationalen Standardisierungsgremien, das sogenannte W3C-Konsortium, mitgewirkt haben und Standards aus Deutschland heraus geprägt haben. Und drittens, wir haben eine ganze Menge junger Studenten, die sich entschlossen haben, Unternehmen zu gründen. Wir sind dort an erster Stelle in Deutschland, was Unternehmensgründungen im Umfeld des semantischen Webs und der semantischen Technologien angeht. Deutschland ist im Prinzip sehr gut aufgestellt, also sowohl was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sozusagen angeht. Es gibt eine ganze Menge von kleinen Unternehmen, die sich dem Thema sozusagen widmen und dem Thema Basistechnologien. Und das ist ja in der IT nicht oft der Fall, weil meistens wird das ja von amerikanischen Firmen sozusagen beherrscht. Glaube ich, dass es in Deutschland und in Europa eine ganze Menge Wissenschaftler gibt, eine ganze Menge Forschungsinstitute, eine ganze Menge Studenten, die schon über viele Jahre sozusagen an der Entwicklung mitgearbeitet haben, sodass die Technik jetzt reif ist, wirklich umgesetzt zu werden.